So, wir widmen uns jetzt mal Ihrem Hab und Gut. Ob das jetzt zu Hause ist oder vielleicht sind Sie glücklicher Ladenbesitzer oder Barbesitzer, wie auch immer. Da hat man auf jeden Fall Gegenstände, die Geld gekostet haben. Und da möchte man aber auch nicht, dass die entwendet werden. Also sprich geklaut werden von Dieben, von Jugendlichen, wie auch immer. Dann gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit einer Überwachungskamera für 200, 300 Euro, ne, geht dann ja aufwärts. Wenn man allerdings einen Laden hat, dann weiß man, dass da eine Kamera nicht wirklich ausreicht. Also könnte man davon ausgehen, dass man locker mal ein Tausender los ist. Großmahlzeit. So, würde ich sagen, bestellen Sie mal Ihre Überwachungskamera, oder? Ja. Oder man organisiert jeden Tag einen Security-Menschen, ja, genau, der dann das kostet drauf aufpasst. 2000 das Euro im Monat. Ja. Alle die Sachen sind möglich. Wir haben eine viel pfiffigere Lösung. Und zwar bieten wir Ihnen zu allen unseren Überwachungscams sogenannte Dummies an. Was sind denn Dummies? Ganz einfach, Dummies sind Geräte, die kein echtes elektronisches oder die kein Innenleben haben, trotzdem aber eigentlich wie das Original aussehen. Genau. Aber da ist ein großer Unterschied, weil es gibt viele, die dann einfach aus Plastik irgendwas nachbilden. Das sieht man bei uns, und das ist ganz wichtig, das ist übrigens der erste Dummy, den wir haben, ja, sind die absolut originalgetreu in den originalen Gehäusen verbaut. Richtig. Und das ist ganz wichtig. Also das hier ist jetzt ein originalgetreuer Nachbau einer Rundumkamera. Die hat natürlich auch eine eingebaute Linse, aber auch das natürlich nur nachgebaut. Das sieht man hier auch gerade schön bei der Nahaufnahme. Und das könnte ich mir jetzt super vorstellen für ein Büro, für einen Arbeitsplatz, für eine Werkstatt, für eine Garage. Ja. Oder wie wir es hier gerade gezeigt haben, das ist übrigens unser Besprechungsraum. Auch da lagern wertvolle Gegenstände. Da kann man das überall nehmen. Und die ist so halbtransparent. Das heißt, man sieht hier noch schön die Linse durch, ne? Kann man hier ganz gut sehen. Ja, also eigentlich könnte man das Gefühl haben, dass die einen sofort verfolgt, wenn man da unten drunter lang geht. Mhm. Und interessant ist, dass es wirklich das Originalgehäuse ist. Sie können mal gucken bei unseren Überwachungscams, sollten Sie schon eine von denen zu Hause haben, dann kann man sich mal zwei, drei auch im Außenbereich vielleicht an einer Unterdachung irgendwo auch festmachen. Und das Schöne ist, dass die meisten Leute einfach gar nicht drauf kommen werden, dass das vielleicht bloß eine Attrappe ist. Und bei vielen Kaufhäusern ist es zum Beispiel auch so, Großmärkte, die haben ja nicht überall die Kameras hängen. Das kann ja kein Mensch bezahlen und auch an den Monitoren auf Dauer nicht überwachen. Richtig. Sondern die arbeiten auch zu 20-30% mit Attrappen. Abschreckende Wirkung ist natürlich trotzdem da. Also du meinst, dass man das jetzt mischt, eine richtige Kamera, genau, und dann wieder ein Dummy, dann ja, wieder, ah okay, das macht natürlich auch Sinn, klar. Also das ist hier beliebig positionierbar, natürlich auch fest verschraubbar und ganz ehrlich, ein Laie erkennt hier keinen Unterschied. Und ich würde fast behaupten, nicht nur ein Laie, auch fast ein Fachmann. Weil wenn du da nicht genauestens hinschaust, das hängt ja meistens oben. Ja, also wenn ihr da jetzt höchstens mit einer Leiter hochkrabbelt, sie das von nahen anschaust, dann würde man vielleicht einen Unterschied erkennen. Aber selbst das, dann glaube ich, also ich bin sowieso kein Fachmann, ich erkenne hier keinen Unterschied. Also ich kann dir wirklich sagen, Anne, und das sage ich Ihnen auch, liebe Zuschauer, Sie erkennen keinen Unterschied, weil das Gehäuse, die Linse innen drin, das ist alles das, was in den Originalen auch drin steckt. Mhm. Bloß ich habe die Elektronik eben nicht drin und das macht es wesentlich günstiger. Interessant ist, dass Original-Dummies normalerweise hundeelend teuer sind. Klar, die kommen natürlich aus der laufenden Produktion raus. Hier können wir Ihnen aber sagen, dass unsere erste Ü-Cam-Attrappe für absolut minimal kleines Geld zu kriegen ist. Und schauen Sie mal, die sieht absolut echt aus. Ja. Und da hat jeder sofort das Gefühl, oh Gott, ich werde beobachtet. Und? Unter 7 Euro richtig, für eine Attrappe ist echt ein Knüller. Muss ich mal überlegen, unter 7 Euro, also da würde ich Ihnen empfehlen, kaufen Sie ruhig gleich mal 3, 4, 5 Stück, je nachdem, wie groß Ihr Laden ist oder was Sie überwachen möchten. Natürlich, wir zeigen Ihnen später auch noch Kameras, die jetzt auch für den privaten Gebrauch sind, wie zum Beispiel fürs Haus, wenn man mal in Urlaub fliegt. Ne? Also das ist dann wirklich kein Thema. Und hier sieht man auch wirklich, also vom Prinzip her kann man sich so ein Dummy wirklich vorstellen, eigentlich wie das Originalprodukt, nur dass das Innenleben dann halt fehlt. Genau. Wobei, so Innenleben kann man es hier fast auch nicht nennen, weil eine Kameralinse hier ist ja trotzdem vorhanden. Ja, ne? Ist trotzdem drin. Also, überlegen Sie mal, Büro, am PC-Arbeitsplatz, in der Werkstatt, in der Garage, am Carport und ich sage eben auch zum Beispiel in kleineren Geschäften. Ja, wenn richtig. Sie jetzt selbstständig sind, Sie haben ein kleines Geschäft, es schreckt auf jeden Fall immer ab. Das ist ganz wichtig. Ich bin ja viel auf Mallorca und wenn man da so durch die ganzen Fincas fährt, die da rumstehen, dann sieht man auch schon von außen, kommen wir auch gleich aufs nächste Produkt, immer schon Video überwacht. Allein das schreckt schon mal ab, weil sich ein Langfinger denkt, oh, wenn das Video überwacht ist, Und wenn dann natürlich sehr präsent zum Beispiel, und wir kommen gleich noch zu den anderen Kameras, auch im Außenbereich, man eben aufrüstet und nicht jetzt mal 170, 180 Euro, was bei uns ja schon super günstig ist, für ein Ü-Cam ausgeben muss, dann kann ich eben trotzdem sagen, der Abschreckungsmoment ist einfach gigantisch, weil jeder sagt, oh, da sind aber viel Kameras, da kann ich mich nirgendwo dran vorbeilavieren. Das Prinzip, was du gerade beschreibst, das kann man eigentlich auch beobachten, wenn du irgendwo
fährst, Landstraße mit 100 und dann plötzlich steht da Radarkontrolle. Was ist das Erste, was du machst? Abbremsen. Gebremst, ob da genau. Jetzt ein Blitzer steht oder nicht, ist erstmal wurscht. Aber genau. Der Effekt ist da genauso. Ja, das ist genau das Gleiche. Und hier haben sie eben den Vorteil, es lässt sich eben verschrauben, deswegen sieht es perfekt aus. Meistens sind ja die elektronischen Kabel und die elektrischen Kabel dann unter Putz verlegt. Man hat dann einen Auslass an der Wand und so sieht das eben perfekt aus, als ob das in das ganze System integriert ist. Schauen Sie mal, das ist jetzt für den Innenbereich, sieht absolut toll aus und ganz ehrlich, für unter 7 Euro so eine Attrappe macht unheimlich viel her. Kein Mensch weiß, welche dann, wenn Sie es jetzt mit dem originalen System koppeln, kein Mensch weiß doch, welche ist angeschlossen, welche ist es nicht. Aber Sie können natürlich Präsenz zeigen und sagen, hey, ich tue mir zu meiner bestehenden Anlage 3, 4, 5 dazu. Da wird schon jeder erstmal so ehrfurchtsvoll so ein bisschen in den Raum gucken und sagen, alter Verwalter, hier sind aber mehrere Augen am Arbeiten. Ne? Auf jeden Fall. Und wenn auch Sie sagen, alter Verwalter, dann bestellen Sie die PE6208 und die 569. Wie gesagt, für unter 7 Euro empfehlen wir. Bestellen Sie gleich noch eine zweite und dritte Kamera hier dazu. Das, was Sie gerade gesehen haben, zeigen wir gleich noch. Also PE6208 und die 569 für unter 7 Euro unsere Rundumkamera, aber eben ein Nachbau, also ein Dummy, kein Original, aber um ein Vielfaches günstiger. Tja, und genau darum geht es. Geld sparen und trotzdem Sicherheit haben. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Produkt. Und das ist ein Produkt, was Sie im gewerblichen Bereich immer aufkleben müssen. Ja, nämlich die Warnaufkleber Videoübertragung. So, und da wir ja hier auch überall Kameras haben, habe ich mir jetzt überlegt, ich tacker dich hiermit zu. Drei Stück werden davon mit nach Hause geliefert, nur hast du leider zwei Brüste. Deswegen kann ich jetzt auch nur zwei aufkleben. Aber theoretisch, also im Dreierset kommt das zu Ihnen nach Hause und das weist halt Kunden, Mitarbeiter, Passanten stilsicher auf Ihre Videoüberwachung hin. Ne? Wie du schon gerade gesagt hattest, das ist ja Pflicht. Also wenn man schon überwacht wird, dann bitte sollte man das auch erkennen. Aber nicht nur, wenn, ach, habe ich die falsch gemacht, ne? Ja, die müssen. Oh ja. Ja, genau. So würde es richtig rum aussehen. Genau. Aber natürlich müssen Sie jetzt, das heißt, diese Sticker heißen jetzt nicht, Sie müssen eine Kamera zwingend aufhängen, sondern allein schon dieser Aufkleber reicht natürlich auch zur Abschreckung. Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Guck ich dein Haus, weißt du? Und es hält vor allen Dingen auf allen glatten, fettfreien Flächen wie Beton, Metall oder Anzug. Klar. Anzug, genau, Hemd, ja, auch da. Hemd. Das heißt also, wenn Sie jetzt an mir vorbeigehen sollten, wenn Sie uns beide vielleicht dann am Samstag oder Sonntag auf der IFA zwischen 6. und 11. September besuchen sollten, da sind wir nämlich für Sie auch dabei. Und ich habe die Dinger immer noch drauf, wissen Sie, ich bin noch immer videoüberwacht. Ja. Das ist doch Gott, klasse. Du Arme. Aber auf Toilette darfst du dir dann abnehmen, ne? Ja, das wäre schön. Ich klebe es auch nachher wieder dran. Für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis bei der Videoüberwachung übrigens gesetzlich vorgeschrieben bei öffentlichen Räumen. Das heißt, wenn Sie jetzt eben, wo wir gerade schon bei dem Thema war, ein kleines Geschäft haben, nicht unbedingt auf die Brust, aber ans Fenster, an die Eingangstür, damit auch jeder weiß, okay, da wird überwacht, da werden Sie gesehen. Ja? Wir haben auch eine Kundenmeinung dazu. Ja, genau. DM aus Herten schreibt, laut Gesetz muss man diese Aufkleber anbringen. Ich empfehle jedem, diese Aufkleber zu nutzen, da es sonst sehr teuer werden könnte. Mhm. Oft denkt man an solche Kleinigkeiten nicht und wenn der Krug im Brunnen liegt, ist es zu spät. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Häufig, also ich wusste das jetzt zum Beispiel auch nicht, dass man da verpflichtet ist, diese Aufkleber hinzuhängen. Und dann, wenn du erwischt wirst, dann wird es natürlich richtig teuer. Hat wohl auch mit Wach und Schließ zu tun. Und insofern ist das wirklich ganz gut, dass da die Information kommt. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Produkt und da gehen wir jetzt, und das finde ich sehr schön, in den Außenbereich. Und was ich jetzt hier in den Händen halte, das werden Sie auch gleich sehen, das ist eben kein Dummy. Nee, kann ja nicht sein, weil die blinkt ja. Nee, das ist eine echte Kamera, oder nicht? Das ist doch ein Dummy. Und das ist das Tolle, die funktioniert mit Batterie. Wir haben hier eine LED integriert, die mit Batterie läuft. Die können Sie jederzeit reinpacken. Wenn Sie welche zu Hause haben, kein Thema. Sollten Sie keine haben, bestellen Sie sie mit. Das ist natürlich jetzt der absolute Knüller. Erstens mal sieht die aus wie von unseren großen Überwachungssystemen. Die kann ich mir natürlich so perfekt einstellen, wie ich mir das vorstelle. In der Neigung, ich kann sie auch drehen, fest an der Wand außen montieren. Und wenn Sie im Urlaub sind, wird kein Mensch der Welt glauben,
dass das ein Dummy ist. Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt auch eine tolle Kamera, gerade für Urlaub, für zu Hause, für die eigenen vier Wände, für das Haus. Natürlich auch, wenn Sie Ladenbesitzer sind. Weil, also gerade ich finde immer, sobald eine Kamera blinkt, weiß ich, okay, sie ist einsatzbereit. Ja. Und hier diese IR-Sicherheitskamera, also mit dieser kleinen Infrarot-LED, da weiß ich natürlich, okay, die ist jetzt auch, die läuft auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja natürlich, ich kann die jetzt nicht nur für den Innenbereich einsetzen, sondern auch gerne für den Außenbereich, zum Beispiel für einen Parkplatz, für Garagen, wo auch immer Sie möchten. Ne? Interessant finde ich das nachts. Du bist jetzt mal ein böser Mensch und sagst, hurra, da hängt ein Bild im Haus, das leihe ich mir aus. Okay. War jetzt ein Reim. Und dann gehen Sie nachts bei Überwachungskameras auf das Gebiet drauf, wo nichts leuchtet. Da kann es zum Beispiel passieren, dass Sie dann schon Materialschaden haben. Bedeutet also, ein Fenster kaputt geht, eine Tür aufgebrochen ist. Hier ist es ja doch so, dass wenn ich das nachts mich an ein Objekt ranschleiche, ich bin jetzt hier mal der Einbrecher und sehe urplötzlich was leuchten, dass ich sage, oh oh, ja. Oh 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 nee, oh ne, an, na, ha, umdrehen, nächstes Haus. Ganz klar zu sehen, also... Es ist wirklich so, wenn irgendwo was blinkt, das ist immer so ein Signal, ja, so eine, ja, Warnthematik. Und wenn ich das dann hier hängen habe, kann sie sicher sein, weit weniger werden den Bruch versuchen, wenn so eine Attrappe draußen auf hängt. Auf jeden Fall. Und das schreiben natürlich auch unsere Kunden aus. Hier, guck mal, aus Köln. Die Kamera bewährt sich. Sie sehen täuschend echt aus. Danach ist nicht als Imitation zu erkennen. Echt super, Mensch. Also das ist doch mal wirklich hier klasse. Natürlich auch hier, also... Dieser ist natürlich auch sehr robust, ne? Also ja, ist natürlich auch für den Außenbereich geeignet. Und hier sollte man wirklich zuschlagen. Also wir reden jetzt nicht hier von einer kleinen Wohnung, die, wo man zur Miete wohnt. Es geht hier wirklich um zum Beispiel ein Haus oder natürlich auch Besitzer eines Ladenlokals oder einer Bar oder wie auch immer. Also da ist es natürlich wirklich sinnvoll. Und bevor man jetzt wirklich viel Geld investiert, dann doch lieber zu dieser Kamera greifen, beziehungsweise zu diesem Dummy. Sie sieht täuschend echt aus, es ist eine Nachbildung. Und natürlich hier mit dieser kleinen blinkenden Infrarot-LED macht es das Ganze natürlich noch mal glaubwürdiger. Ja, also nochmal nach Kölnisch hat auch gesagt, das Ding ist Jod, ne? Kaufen. Aber ich fände das zum Beispiel auch eine ganz witzige Nummer in einem Schrebergärtchen. Oh ja. Wenn du einen Schrebergarten hast und vielleicht da des Öfteren mal irgendwo was kaputt gegangen ist, weil wieder irgendwelche Rowdies nachts da durch sind, pimpen Sie doch einfach mal Ihr Schrebergartenhaus. Packen Sie sowas dran. Die kostet ja noch nicht mal 15 Euro. Und wenn Sie dann an so einem Schrebergartenhäuschen dann sagen, so hier, hallo, ich bin videoüberwacht, würde ich sogar noch den Aufkleber vorne auf die Tür machen, weil es schreckt tatsächlich ab. Ja? Ich finde das eine ganz tolle Nummer hier mit der batteriebetriebenen Ü-Cam mit unserem Dummy, weil das absolut echt aussieht. Und auch dies natürlich wieder vom Gehäuse 1:1 unsere Originalüberwachungskamera ist. Ne? Eben, woher soll man auch wissen, dass die jetzt nicht echt ist, dass es ein Dummy ist? Das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Dummies eben, dass man jetzt nicht erkennt, ist es echt oder nicht. Das Einzige, wo man das unterscheiden kann, ist dann wirklich letztendlich, dass man hier jetzt kein Video hat, was man sich später angucken kann. Aber ist ja erstmal wurscht. Es schreckt auf jeden Fall ab. Langfingerdiebe, natürlich auch kleine Kinder, die dann ran möchten oder Jugendliche oder wie auch immer. Und genau, es ist natürlich auch drehbar. Genau, und das eben oben. Wir haben die Kamera jetzt ein bisschen schräg stehen, das kann man gerade machen und Sie können natürlich den Winkel verändern. Jetzt hebe ich es mal so hoch. Das ist die Montage mit jeweils 3 Schraublöchern, wo ich dann einfach an der Wand das festmachen, ja, kann. Vielleicht haben Sie irgendwo eine Holzwand, wo Sie es ganz normal mit Spaxen machen können. Ansonsten dübeln Sie es. Das hält natürlich bombenfest, kann natürlich auch keiner nachher runterreißen. Und natürlich auch in eine Höhe, wo es echt aussieht. Wenn Sie jetzt auf 1,10 Meter natürlich an die Wand pappen, das sieht, ja, nicht so wirklich gut aus. Stimmt. Aber auf klassisch so unter einer Unterdachung ist das einfach super. Dann stellen Sie sich das vor, das hängt oben so dran, fängt so an zu leuchten und sieht einfach wie eine echte Ü-Cam aus. Also ich finde das echt klasse, dass es sowas gibt. Und nochmal zu Ihrer bestehenden Anlage dazu, wenn Sie jetzt sagen, ah, 2 waren schon ganz schön teuer, wir haben aber nicht jeden Bereich abgesichert. Dann nehmen Sie den wichtigsten Bereich mit den Originalkameras und der Bereich, der vielleicht öfter, ja, begangen wird oder höher frequentiert ist, da machen Sie die Dummies hin. Kein Mensch wird das auffallen und in den wichtigsten Situationen haben Sie dann trotzdem alles zu Hause auf Bild. Ne? Genau, dieser Aufkleber hier, der wird ja auch eben mitgeliefert und die Wandhalterung dazu. Und das für unter 15 Euro mit der Bestellnummer PX1254. Und der 569. Also wir haben jetzt heute wirklich ein ganz großes Sortiment hier an Überwachungskameras. Natürlich alles Dummies. Also wir halten uns natürlich hier auch in einem bezahlbaren Bereich fest. Und damit schützt man natürlich Hab und Gut ohne teure Hightech-Alarmanlagen. Das macht natürlich Sinn mit der Bestellnummer PX1254 und der 569.
Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Dummy. Und das ist absolut professionell. Da können Sie wirklich zu Hause sagen, das ist wie bei meiner Firma nebenan. Ja. Ein komplettes Aluminiumgehäuse. Können Sie wunderschön an die Wand schrauben. Sieht natürlich auch klasse aus hier mit der Zuleitung, mit der Stromzuleitung. Auch einer blinkenden LED. Und das Tolle finde ich, ich kann sie jetzt wirklich im Winkel und so verändern. Ey, guck dir das mal an. Das ist absolut professionell. Das ist wie an einem Eingang von einer großen Firma, vorne beim Pförtner, wo diese Kameras hängen. Das merkt kein Mensch mehr. Jetzt mal auch mit dem Kabel sieht das natürlich aus. Okay, Kabel bedeutet für mich immer, aha, Strom. Und dann natürlich auch noch die blinkende LED. Da weiß ich sofort, ey, das kann eigentlich keine Nachbildung sein oder ein Dummy. Das muss ja echt sein, weil warum hängt da sonst ein Kabel? Aber wirklich, wir schwören, wir legen die Hand aufs Herz. Das ist ein Dummy, eine Nachbildung. Sieht natürlich täuschend echt aus. Dank dieser blinkenden LED und dem Kabel. Und das schreiben auch hier wieder unsere Kunden, nicht vom Original zu unterscheiden. Ein hochwertiges Produkt, das seine Bestimmung voll und ganz erfüllt. Jetzt gucken wir es uns mal hier im Film an. Ja. Das ist ultra professionell. Da merkt kein Mensch, dass sie einen Dummy haben. Erinnert mich so ein bisschen an Wall-E, wenn ich ehrlich bin. So vom Kopf her, an so einen kleinen Roboter. Und wie gesagt, ganz hochwertig aus Aluminium. Das ist ein richtiges Stranggussprofil. Also man merkt das auch, das wird in einem Stück dann extrudiert. Und dann sehen Sie es auch hier noch mit den passenden Einsätzen drin. Das ganze Ding wird komplett an einem Stück hergestellt. Hier unten auch noch, auch alles Aluminium, bombig verarbeitet. Hier sehen wir schön, komplettes Vollaluminiumgehäuse. Das ist echt ein Knüller. Und wenn wir jetzt mal zum Preis kommen, da habe selbst ich gestaunt bei diesem traumhaften Dummy. Weil es ist ja nichts anderes als die Originalcams, die wir auch im Programm haben, bloß eben ohne Elektronik drin. So, jetzt guck dir mal den Preis an. Unter 20 Euro, das ist schon Wahnsinn. Also gerade wenn ich jetzt auch ein Besitzer von einer Boutique bin, also wo es etwas edlere Sachen gibt oder vielleicht im schicken Restaurant, dann möchte ich natürlich auch, dass die Optik stimmt. Und hier mit diesem Alu-Gehäuse sieht das natürlich auch richtig gut aus. Auch die Kameralinse, ey, das sieht verdammt echt aus. Irre, oder? Hammer. Also das ist jetzt wirklich, wie Walter sagen würde, High-End. Das ist wirklich High-End. Ja. Definitiv ist das High-End. Aber auch wenn es High-End aussieht, wir kommen nachher noch zu einem absolut tollen Produkt. Aber das ist hier schon klasse, weil für unter 20 Euro, das kostet wirklich einen Bruchteil einer richtigen Überwachungskamera. Ist natürlich auch hier wieder für den Innenbereich geeignet, aber auch für den Außenbereich. Ich würde es vielleicht sogar Tür, Eingang platzieren, wo auch immer Sie das gerne möchten. Und natürlich hat es hier wieder diese rot blinkende LED, die mir signalisiert, aha, Kamera läuft hier, gibt es nichts zu holen, beziehungsweise gibt es schon, aber sollte ich vielleicht lieber nicht machen, weil dann wird es richtig teuer. Zwei Batterien, auch hier wieder, bedeutet autark, läuft gute 2-3 Monate, dann können Sie die Batterie wechseln und haben eben dieses Blinken hier drin und die Kamera kriegt langsam ein Eigenleben. Schittisch. Oh nein, ich werde überwacht. Nein. Sie sieht sie. Doch. Also, das ist echt klasse. Die ist ultra professionell, natürlich auch hier komplett mit einem Metallhalter. Bedeutet, die können Sie auch richtig ordentlich an die Wand dübeln. Das ist super robust, ist für außen ideal geeignet. Nochmal, irgendwo unters Vordach ist das perfekt. Ja. Aber so, dass es gut sichtbar ist, nicht die Kameras auch noch verstecken. Die muss man wirklich präsent so montieren, dass jeder, der vorbeikommt, sagt, oh, guck mal. Und auch da würde ich Ihnen wieder empfehlen, holen Sie sich so einen Aufkleber dazu, pappen Sie das vorne an die Tür, das ist wirklich, das warnt einfach, das ist, wo man sagt, nee, da traue ich mich nicht. Und ich muss sagen, also gerade auf Mallorca oder in Spanien, auf Malle war es ganz interessant, man fährt da die Straßen lang und an jedem normalen kleinen Häuschen klebt das draußen dran, die sind alle videoüberwacht. Kann natürlich auch sein, dass das Attrappen waren. Ne? Weiß man ja nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck, dass natürlich das Hab und Gut geschützt bleibt. Und vor allem für diesen kleinen Preis. Wie gesagt, wenn Sie jetzt ein größeres Geschäft haben, dann können Sie natürlich auch gerne jetzt sagen, dass Sie die Kameras immer variieren. Ein Dummy, dann eine richtige Kamera, dann wieder ein Dummy, wie auch immer Sie das möchten. Oder natürlich wirklich nur mit Dummies ausstatten, wie auch immer. Ich meine, die kosten ja nichts. Für unter 20 Euro, da bestelle ich doch gleich mal 3, 4 mit. Ne? Ja, und überlegen Sie mal, dann haben Sie das komplette Haus abgesichert. Ohne, dass irgendjemand davon Wind kriegen könnte, dass es tatsächlich nur Dummies sind. Lieber vorsorgen, als dann nachzahlen, sage ich immer. So kann es passieren, wenn Sie überlegen, Sie haben heute eine Doppelisolierverglasung, Dreifachisolierverglasung. Überlegen Sie mal, was so eine Scheibe kostet. Bevor die zu Bruch geht, lieber mal 60, 80, 100 Euro. Wenn Sie 5 Kameras brauchen, sind Sie unter 100 Euro. Überlegen Sie sich das mal und können das wunderschön auf Ihrem Grundstück verteilen. Kein Mensch wird drauf kommen. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das ist ja gestern gedreht worden, alles bei uns am Gebäude. Ich habe mir gedacht, ach, jetzt haben wir da drüben auch eine Überwachung.
Überwachungskamera. Also im ersten Moment war das bei mir auch so. Ich dachte, okay, wir haben erweitert unser System. Tatsächlich ist es nur der Dummy, aber der sieht eben absolut professionell aus. Das geht jetzt natürlich auch, wenn Sie im privaten Parkplatzbereich überwachen wollen. Also jetzt wirklich nur mit Blick auf Ihren Parkplatz, weil es gibt ja auch häufig Parker oder Fremdparker, was natürlich auch ein bisschen ärgerlich ist, weil gerade Parkplätze zahlt man ja auch. Und wenn man dann natürlich freundlich hinweist, dass dieser private Parkplatz auch videoüberwacht wird, dann ist das natürlich auch super, ne? Ja, also aus vollem Aluminium hier vom Gehäuse, wirklich, hören Sie das? Richtig schön kalt auch und sieht ultra professionell aus. Also das ist ein Dummy, den kennt kein Mensch mehr, ob es original ist oder nicht. Und wie gesagt, Werte im Haus, die sammeln sich so über die Jahrzehnte an. Viele Dinge, die man lieb gewonnen hat, natürlich auch Schmuck, natürlich auch Wertgegenstände, vielleicht auch einen kleinen Safe zu Hause, wer weiß, wo eben halt doch noch ein bisschen Bargeld liegt, was ja sicherer ist als auf der Bank, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann haben sie hier eben die Sicherheit, sagen zu können, okay, es wird übrigens jede vierte Minute in Deutschland eingebrochen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Jede vierte Minute. Tja, überleg mal, was da auch alles, nicht nur, dass alleine dann Wertgegenstände mitgenommen werden, sondern natürlich auch der Schaden, der später bleibt. Scheibe eingeschlagen oder zur Tür eingebrochen. Was da für ein Schaden entsteht, ist schon Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch, das macht man doch nicht. Ey, sorry, aber was sind das für Menschen, frage ich mich immer, ne? Der einzige Aufwand, den Sie mit den beiden letzten Ü-Cams haben, die wir Ihnen gezeigt haben, ist, dass Sie die Batterien wechseln. Wenn Sie jetzt aber ganz klar sagen, ich habe keine Lust, alle drei Monate mir meine Leiter zu holen und die Batterie zu wechseln, auch da haben wir an Sie gedacht. Stellen Sie sich mal vor. Ja, denn diese Kamera, die denkt auch noch ein bisschen grün. Nämlich umweltbewusst. Sie hat nämlich auf dem Rücken ein Solarpanel. Das heißt, sie lädt sich dank der Sonne auf. Sie brauchen hierfür gar keine Batterien, denn das erledigt für sie die Sonne alles. Das heißt, die ist eigentlich immer funktionstüchtig, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Das funktioniert natürlich auch bei leichter Bewölkung. Hauptsache Tageslicht, ne? Ja, ist natürlich genau die gleiche Bauform wie von unseren Visotech-Überwachungskameras. Schön finde ich, dass ich hier einen Kugelkopf habe. Sie drehen den unten locker und dann können Sie das an einer Position perfekt so verstellen, wie Sie es brauchen. Hier natürlich auch wieder die Wandhalterung dabei. Und wenn sowas hier irgendwo in der Einfahrt hängt oder irgendwas, da traut sich kein Mensch mehr drauf, Blödsinn zu machen. Also das ist wirklich absolut professionell. Und natürlich auch noch, das zeige ich Ihnen noch, wie das dann aussieht. Das schraube ich es nochmal kurz fest. Moment. Ne? Zap, 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 zap. Hier hinten das Kabel, was natürlich auch nur eine Attrappe ist, kommt dann hier hinten rein. Und schon haben Sie das Gefühl, oh, das ist komplett vernetzt mit dem Haus. Da sind die Kabel unter Putz gelegt worden am Außenputz. Und schon sieht das perfekt aus. Hammer, das oder? Ideal, ne? Genial. Das schreibt übrigens auch BR aus Berlin. Die Kamera wirkt tatsächlich täuschend echt und ist somit von einer Original-Video-Außenkamera nicht zu unterscheiden. Das funktionierende LED-Licht sorgt für ein übrigens, sodass man hiermit von einer sehr sinnvollen und zugleich preiswerten Investition ausgehen kann. So, wenn jetzt natürlich mal kein Licht da sein sollte nachts, ganz einfach bitte zwei Mignon-Akkus, und zwar die AA-Batterien, die kleinen, mitbestellen, damit eben nachts das, was sich tagtäglich aufgeladen hat, über den Sonnenbereich auch nachts läuft. Und da sage ich nochmal, Signalwarnung nachts mit so einem blinkenden Lämpchen, das ist ähnlich wie bei unseren LED-Creolights-Taschenlampen, die haben ja auch dieses Stroboskop, dieses Leuchten. Besser kann man eigentlich dann als sogar Attrappe nicht auf sich aufmerksam machen. Also das ist so täuschend echt. Natürlich hier innen drin auch, wie die Infrarot-LEDs hier für Bewegungsmelder, das sieht man nochmal schön. Das ist ja in der Technik von unseren normalen Visotech-Überwachungskameras auch mit drin. Sie werden keinen Unterschied feststellen. Und nochmal, sollten Sie schon eine bestehende Anlage haben, können Sie die natürlich jederzeit erweitern. Auch hier liegen wir unter 20 Euro für das komplette Teil. Das ist schon Wahnsinn, unter 20 Euro. Ja. Also wirklich hier auch nur ein Bruchteil einer normalen Kamera. Und auch das gerne für den Urlaub einfach mal anbringen, weil normalerweise hat man ja sowas Großes zu Hause nicht privat jetzt, ne? Ganz ehrlich. Aber wenn man in den Urlaub fliegt und jetzt keine Nachbarn hat, die immer mal nach dem Haus schauen, nach dem eigenen Hab und Gut, dann ist es natürlich hier möglich, dass ich das für eine kurze Zeit mal anbringe und später vielleicht wieder abmache oder vielleicht lassen Sie es immer hängen. Weil das ist wirklich sinnvoll, gerade wenn im Haus eingebrochen wird. Und wir haben es ja auch gerade gesagt, alle vier Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Das ist ärgerlich. Also nicht nur allein das Hab und Gut, was dann gestohlen wird, sondern natürlich auch der entstandene Schaden, Scheibe eingeschlagen, Tür aufgebrochen und, und.
und randaliert. Also das muss ja nicht sein. Und deswegen, wir sagen ja immer, lieber vorsorgen als nachsorgen. Und deswegen bestellen Sie die NC9075 und die 569 für unseren Überwachungskamera-Attrappe, die keine Batterie benötigt, sondern dank der lieben Sonne aufgeladen wird, weil sie hier dieses Solarpanel hat. Genau. Und das eben alles auch wieder schick in Silber gehalten. Sieht also auch nach Aluminium aus. In diesem Falle absolut robuster, hitze- und kälteständiger Kunststoff. Und nochmal hier. Mit der Infrarot, mit der LED und den Infrarotbewegungsmeldern hier hinten drin. Kein Mensch wird es merken. Mhm. Übrigens, wenn Sie Richtung Waldrand wohnen oder auf dem Land und haben da ein kleines Häuschen, auch da ist es natürlich wieder immer abschreckend. Stell dir mal vor, du kommst abends irgendwo, es ist dunkel, gehst die Straße lang und siehst ein Haus, wo an allen vier Ecken so ein rotes Lämpchen leuchtet. Ja, da weißt du sofort Finger von lassen. Ja, definitiv. Habe ich keine Lust, gehe ich gar nicht in den Garten, kommt nachher wahrscheinlich noch der Hund, Schäferhund-Attrappe? Nein, Quatsch. Kommt dann losgebellt. Also, das sind alles die Möglichkeiten. Es gibt aber wirklich so eine Attrappe, also zwar nicht als Schäferhund direkt, aber die einfach nur bellt. Ja. Gibt's auch, ja. Und dann holen Sie sich übrigens, das ist auch noch ganz wichtig, vielleicht noch unseren Vorgaukler fürs Fernsehbild dazu. Den haben wir Ihnen auch schon vorgestellt. Ja. Ganz interessantes Produkt. Der TV-Simulator, der macht wirklich den Eindruck, als ob abends der Fernseher läuft. Mhm. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, kostet auch nicht wirklich viel und dann sind Sie perfekt abgesichert. Also, wenn da jetzt nichts dabei war, liebe Zuschauer, dann weiß ich es auch nicht. Befestigungsmaterial haben wir übrigens auch komplett mit dabei. Hier haben wir es jetzt mal mit dem Kabelbinder gemacht, damit wir es Ihnen zeigen können, wie es aussieht. Also das ist doch wirklich eine tolle Sache. Holen Sie sich die Teile. Es ist wirklich zu Ihrer eigenen Sicherheit, zu Ihrem Schutz von Ihrem Hab und Gut. Und wenn bei Ihnen schon mal eingebrochen worden ist, dann sprechen wir Ihnen, glaube ich, aus der Seele, oder? Mhm. Denke ich auch. Das tut echt weh. Und deswegen sorgen Sie jetzt hier vor, dass für kleines Geld, wie gesagt, das kostet einen Bruchteil einer normalen Überwachungskamera. Wir haben ja auch schon eben erwähnt, Sie können es auch gerne mischen mit einem Dummy und dann natürlich einer richtigen Kamera. Natürlich haben wir auch Originalkameras im Pearl-TV-Sortiment, können Sie gerne mal schauen. Und wenn Sie die dann nebeneinander stellen, Sie werden feststellen, hey, da gibt es gar keinen Unterschied. Ne? Ja. Wie gesagt, es sind die Originalgehäuse und es ist vorne hier auch der komplette Originalbereich drin, bloß eben nicht angeschlossen. Aber wem sollte denn bitte schön auffallen, vor allem hier, das ist ja das Geniale, mit dem Solarpanel, Sie haben ja Dauerstrom. Ja. Gerade jetzt, da können die Akkus, die sind ja so proppenvoll, die platzen ja fast bei dem Wetter im Moment. Das ist ja wunderschön und dann blinken die eben die ganze Nacht durch. Ja, und wenn da mal 3, 4, 5 Tage einfach doch mal Regenwetter sein sollte, kommt ja irgendwann mal wieder, jetzt hoffentlich erstmal nicht, ne? Also mal, aber kann ja sein, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, da passiert nichts, weil ich habe einen Akku drin und dann läuft es auch ohne Licht. Richtig, genau. Solarüberwachungskamera-Attrappe als Dummy oder beziehungsweise Schrägstrich-Dummy erhalten Sie mit der Bestellnummer NC9075 und der 569 für unter 20 Euro. Ich würde sagen, wir fassen jetzt einfach mal zusammen, damit jeder nochmal für sich entscheiden kann, was brauche ich denn jetzt, beziehungsweise was ist das Beste, die optimalste Überwachungskamera-Attrappe für mich. So, dann fangen wir doch an. Bei der ersten, bei unserer kleinen Indoor, wie wir sie nennen, Überwachungskamera, so dieses nicht fliegende, aber dieses hängende Auge. Genau, diese Kugel. Ja, und das ist echt eine ganz tolle Sache. Die kostet unter 7 Euro und sieht absolut täuschend echt aus unter der Bestellnummer PE6208 unter 569. Genau, bitte vergessen Sie nicht passend dazu den Warnaufkleber Videoüberwachung. Damit weist man die Kunden und Mitarbeiter und Passanten stilvoll auf ihre Videoüberwachung hin. Ist übrigens in Deutschland hier auch gesetzlich vorgeschrieben, dass man diesen Warnhinweis anbringt und das mit der PX7997 und der 569 für unter 4 Euro. Kommen 3 Stück zu Ihnen nach Hause. Ja, dann stimmt. Unsere Profi-Ücam-Attrappe mit LED. Das war die erste, die weiße. Gibt es übrigens auch passend unsere normalen Alarmanlagen dazu. Die sieht eben auch täuschend echt aus und hat den Betrieb über die LED im Betrieb über Batterie. 2 AA-Batterien bitte mitbestellen. Das ist die PX1254 und die 569 und das für unter 15 Euro. Genau. Oder das Ganze natürlich noch ein bisschen stilvoller, wenn Sie es jetzt in einem Restaurant aufbringen wollen oder in einer Boutique. Dann das Ganze mit einem schicken Alu-Gehäuse, super robust. Auch hier wieder diese rote blinkende LED, die einem Einbrecher natürlich signalisiert, okay, die Kamera läuft jetzt. Und das mit der PE6209 und der 569 für unter 20 Euro. Und das ist echt ein super Preis, weil das ganze Gehäuse ist aus Voll-Alu. Und dann die nächste, unsere Ücam-Attrappe. Und das ist die, die eben mit Solarpanel läuft. Das finde ich einfach super, weil ich habe keine Batterien, die ich wegschmeißen muss. Sie packen sich die beiden passenden Akkus rein. Die sind dann dafür da, dass über Nacht das ganze System weiterläuft. Unter der Bestellnummer NC9075 und der 569. Und auch die kriegen Sie für unter 20 Euro. Das ist die,
die ich jetzt zuletzt in der Hand gehalten habe und jetzt auch noch mal an die Hand nehme, damit wir wissen, was bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa passiert. Genau. So, aber es ist ja wirklich so, die meisten Einbrüche geschehen nicht bei Nacht, sondern wirklich bei Tag, ja. Wenn Betrieb ist, wenn man eh nicht merkt, okay, durch die vielen Leute, da verliert man ja auch schnell den Überblick, ne? Und deswegen macht das hier schon wirklich Sinn, dass... Macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, hey, für unter 20 Euro, bevor jetzt alles geklaut wird, dann investiere ich doch lieber einmal kleines Geld, als dann später den großen Schaden zu haben. So, jetzt heißt es ran ans Telefon und die Telefonnummer wählen 0180 51 51 und dreimal die 2. Sie dürfen natürlich auch gerne im Internet bestellen unter www.pearl.tv. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß, ne? Und schützen Sie Ihr Hab und Gut. Ganz genau. Also,